Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Ich habe eben vergessen, das Spiel zu pausieren und entsprechend sieht es jetzt hier aus. Wir haben mehrere Dinosaurierbedrohungen, weil die Dillos alle abhanden gekommen sind. Das heißt, wir müssen jetzt hier ganz, 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 ganz schleunigst den Zaun reparieren lassen. Und der Heli kommt auf die Liste. Füge Aufgabe hinzu. Muss ganz schnell die Dillos betäuben. Der hier hinten ist jetzt auch schon raus. Wir öffnen mal alle Schutzräume in der Hoffnung, wir kriegen das noch zeitnah hin. Gut, der wäre betäubt. Bestätige Aufgabe. Heieieiei. Die wüten hier gerade ganz schön. Das ist ziemlich schlecht gerade für unseren Park. Anfrage bestätigt. Shit, daneben. Schiete. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. 10 Minuten lang Stromausfälle verhindern, das kriegen wir hin. So, bringt ihr die schon mal wieder langsam zurück in ihr Gehege? Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Oha, da ist noch ein Dino gestorben. Einsammeln des Produkts unterwegs. Meine Güte, was geht denn hier gerade ab? Das ist irgendwie gerade eine ziemliche Katastrophe. Also wenn man hier wirklich... Also da ist man einmal... Schubanfrage bestätigt. Dann vergisst man einmal das Spiel zu pausieren. Und schon geht's hier richtig krass ab. Heieieiei. So, jetzt haben wir aber alle... Jetzt können wir die Schutzräume alle wieder schließen. Alle... Füge Aufgabe hinzu. Alle Dinos sind soweit betäubt und kommen wieder an ihre... an ihren ursprünglichen Ort zurück. Fahre zur Futterstation. Anfrage bestätigt. So, der ist auch tot. Der Diplodocus. Das heißt, wir brauchen auch hier noch ein Transportteam. Produkt zugestellt. Das müssen wir erstmal nicht füllen, aber wir sollten hier den Zaun reparieren. Da müssen wir füllen. Ja, und ich hatte hier die Station. Ich hatte das hinten schon fertiggestellt. Vielleicht hattet ihr das gesehen, weil es doch ein bisschen... Ja, es war doch ein bisschen tricky, das hinzubekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, bevor das jetzt ewig dauert, mach mal das so, dass ich das dann doch schon im Off eben fertig baue. So. Damit wäre die Station angeschlossen. Hier muss auch noch ein Umspannwerk hin.
Da stelle ich einfach mal ganz dreist da mitten rein. Beginne Produkttransport. Denn, wenn ich das so mache, bekommen wir hier hinten auch schon nahezu überall Strom hin. Habe ich jetzt alle angeschlossen? Ich habe drei Stationen, ne? Ja, direkt beim Eingang, da hinten links und hinten rechts. Damit habe ich eigentlich den Park ganz gut abgedeckt. So, ja, das hier ist jetzt natürlich erstmal Fürsorgestrafe. Das wird jetzt natürlich erstmal hier Vielfaltstrafe. Warum Vielfaltstrafe? Wir haben doch noch einige. So, der hier wird ausgebrütet. Den könnten wir natürlich auch noch modifizieren. Das hier haben wir schon drauf. Das hier erhöht die Bewertung. Das hier erhöht die Bewertung. Corythosaurus-Genom. Dann müssen wir das aber erst noch mal ein bisschen erforschen, weil ich dadurch jetzt die Lebenserwartung ziemlich nach unten gebracht habe. Corytho war hier hinten bei, ne? Jo. Dann schicken wir den da mal los. So, genau, guck mal, jetzt fährt hier unser Bähnchen durch den Park durch. Können wir da mitfahren? Nee, scheinbar nicht. Oder? Nee, ich kann die Schienen bearbeiten, mitfahren geht leider nicht. Das ist schade, das hätte mich auch mal interessiert aus der Perspektive von oben. So, die Parkbewertung verbessert sich langsam wieder. So, jetzt ist nun die Frage, kann ich den Corythosaurus schon irgendwo erforschen? Muss ich mal gucken. Ich würde jetzt ganz gerne diese Folge hier erstmal wieder ein bisschen die Insel hier auf Vordermann bringen. Ah, das hier, die Lebendstation. Nachschubanfrage erhalten. Da muss was rein. Ach ja, unsere beiden Ceratosaurier waren da drin. Oder sind da drin. Zum Glück sind sie noch drin. Wir hatten ein bisschen... Nein! Really? Jetzt hängt das ja von vorne an. Heieieiei. Aber langsam aber sicher kriege ich die Lage im Park wieder unter Kontrolle. So, jetzt haben wir ja wieder einen Dino mehr. Aber Vielfaltstrafe haben wir trotzdem. Genau, die 10 Minuten laufen jetzt wieder von vorne. Das ist natürlich eine ärgerliche Geschichte. Na gut, ist halt so, ne? Was können wir sonst noch verbessern? Ansonsten Spaßbewertung. Ja, die Spaßbewertung sollte doch jetzt durch dieses Ding schon besser geworden sein. So, wir schicken die direkt nochmal los. Wir haben jetzt hier nicht so viel für den Corytho gefunden. So. Den Dillos geht's allen wieder gut? Ich hoffe schon.
Nicht, dass die wieder abhauen hier. Ja, Baryonyx. Muss ich erstmal schauen, dass ich den überhaupt als ausbrütbares Genom fertig bekomme hier. Warte mal, Forschungszentrum können wir auch mal noch schauen. Fossilien. Ah ja, hier, Baryonyx. Genau, den müssen wir jetzt erstmal erforschen. So. Zugriff auf das gefallene Königreich Fossilien. Das sind die, die, oder es ist einer von denen, die nachträglich noch dazugekommen sind in dem kostenlosen Update. Oder ich glaube, es war, ich weiß es nicht, war es kostenlos oder? Ein Sturm nähert sich. Na super. Sag mal, was ist denn hier los? Warum gehen denn hier permanent? Reparaturanfrage bestätigt. Wir öffnen sowieso schon mal alle Schutzräume, weil wenn jetzt eh ein Sturm aufzieht. Aber so kann ich ja hier meine Bewertung null verbessern, ne? So, ja, mach das mal schnell dicht da. Zu spät, sind schon beide, sind, oh, jetzt... Das heißt, beide, jetzt sind alle vier draußen. Super. Eine ist betäubt, fehlen noch drei. Der ist auch eingeschlafen, fehlen noch zwei. Dann könnt ihr die schon mal wieder zurücktransportieren. So, Baryonyx ist erforscht. Was erforschen wir hier noch? Was machen wir denn mal noch? Gebäude, Gebäude-Upgrades. Gebäude möchte ich gerne einfach mal nur gucken. Weil da habe ich doch noch gar nichts. Schwerer Stahl. Das wird jetzt erforscht, damit wir denen mal ein bisschen was Tolleres da vor den Bug knallen können, dass sie uns nicht sofort immer ausbrechen. Horseshoe Canyon. Okay, die suchen dann noch. Der wird abtransportiert und der hier wird auch abtransportiert. Transportiere Produkt. Transport hat begonnen. Gut, immerhin sind keine Gebäude kaputt gegangen. Das ist auch schon mal was wert. So, wir können alle Schutzräume wieder schließen, dass die Leute alle wieder rauskommen. Wir haben keine Dinosaurierbedrohung mehr. Dass sie hier mal langsam die Parkbewertung wieder auf ein anständiges Level bekommen, das ist ja grauselig hier. Alter Schwede. Gut, ihr Lieben. Heute nochmal eine etwas kürzere Folge. Ab morgen dürfte wieder alles hoffentlich in normaler Länge stattfinden. Ich verabschiede mich für heute von euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dann können wir morgen mal gucken, dass wir vielleicht uns ein bisschen um den anderen Park kümmern. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!